gehen. Wir sind ja zweiter Tag Gamescom und ja, wie geht's dir? Mir geht's super. Ja, und wo gehen wir jetzt? Jetzt gehe ich auf jeden Fall nochmal zum Nintendo-Stand. Nochmal Super Smash Bros. Brawl antesten. Okay. Und sonst einfach alles anschauen. Also ja. Ja, ich bin bisher auch ein bisschen voll fertig. Ich will jetzt zum Sony-Stand, weil ich die Brille gerne sehen will. Die Oculus Rift Brille für die Sony. Ja. Und wollte ich mir eigentlich gestern auch anschauen, aber den Sony-Stand nicht gefunden. Ja, aber hey, jetzt ist einfach viel mehr los als gestern. Ja, so richtig so, boah. Voll. Ich bin auch voll im Arsch, ey. Und jetzt, wie gesagt, ich filme drinnen wieder weiter, weil jetzt ist es so anstrengend. Ja. Jo, bis später. So, wir sind jetzt drin, durch den anderen Eingang natürlich. Alter. Gott sei Dank. Nee, so sieht's aus. Die meisten kommen hier nicht durch, weil ich ja Fachbesucher und... Alter, schaut mal da drin. Ja, das war's denn. So, wir sind jetzt drin. Die müssen noch warten. Ich würde sagen, da hat es so ist für dich. Und wie ist es? Wir sind echt geil hier. Man kann echt total gut angeben bei den anderen. Ja, hier sind noch ein paar Dinge frei. So. So. Läuft! Bei denen dauert es noch ein bisschen. Und ja, Sony, ne? Sony. Es ist Sony. Die neue Brille. Die neue, halt die Konkurrenz zu Oculus Rift. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Und wir müssen gleich direkt zu Sony dann, zu seinem Kassis. Bleib bis später! So, wir sind jetzt gerade beim Projekt Morpheus-Stand, wo wir jetzt gleich die Brille austesten werden. Ich bin mal gespannt. Richtig. Spannend. Mal gucken, wie das Teil ist, ob es wirklich besser ist als die Oculus Rift. Und ob sie auch eine gute Konkurrenz dazu ist. Wir sind jetzt gerade im Business-Bereich. Ja, und chillen ein bisschen, weil wir drehen jetzt gleich was für das Café Netzwerk. So ein bisschen Follow-Me-Around-Interview-technisch, Beitrag, schieß mich tot. Ja. Und ja, ihr habt ja vorhin gesehen, ich war jetzt bei der Sony-Projekt Morpheus. Und Projekt Morpheus ist wirklich, wo ich sagen muss, interessant. Im Gegensatz zu Oculus Rift, muss ich sagen, war nicht viel Verbesserung da, außer diese Bewegung, wenn man sich entsprechend bewegt. Es ist genauer, weil es getrackt wird, weil die Kamera mit dabei ist. Weil du brauchst noch eine Kamera dazu von der PlayStation 4, die das noch aufnimmt, wie du mit dem Teil auf dem Kopf hast. Weißt du? Nicht so wie bei der Oculus Rift, einfach nur Bewegungssensoren. Du warst jetzt bei der Oculus Rift statt. Ja, schon mal. Wie war es jetzt eigentlich so? War die Grafik gut? Grafik muss ich sagen, grafisch fand ich das nicht gut. Okay. Weil er hat die neue Oculus Rift ausprobiert, nicht die, wie wir haben oder so. Aber ja, mal gucken, weil wie gesagt, Sony ist ja noch ein Prototyp, ich bin mal gespannt, wie das wird. Und wir werden jetzt nachher drehen, wir sind gerade am Vorbereiten. Und ich bin mal gespannt, wie er sich anstellt. Hoffentlich nicht zu scheiße. Weil er muss am Schluss auch noch vielleicht schneiden. Oh je. Es wird lustig. Ja, dann bis später. Nee. Jo, was geht? Ich bin voll fertig. Ich bin jetzt gerade in Business Area wieder zurück, weil Mario ist jetzt zu LoL-Stand gegangen, um da was zu machen. In einer Stunde treffen wir uns wieder. Ich bin einfach voll fertig. Bei Valentin B. Eisenbahn. An sich ist die Gamescom jetzt einfach unerträglich. Zu viele Leute, keine Chance, irgendwas zu machen. Darum, sag ich mal so, Presstag gestern war wirklich gut genutzt. Und diesmal drehtechnisch war auch viel zu viel. Ich musste mich entscheiden, entweder du zockst die ganze Zeit oder drehst was für YouTube. An sich habe ich für Breakout TV nichts gedreht, weil ich alleine einfach keine Lust hatte. Und ich wollte eigentlich mit ein paar anderen YouTubern vielleicht jetzt machen, aber kam nicht dazu. Motivation ist nicht da, bla bla bla. Aber egal, ich muss nicht unbedingt was für die Gamescom drehen und darum. Mal jetzt diesen Daily-Vlog zu sagen, morgen ist der Video-Day, gehen wir mal auf. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das alles wird. Und ja, bis nachher. Ich chill mit meinen Beinen aus. Und bis gleich.
wenn man hier heiß zufällig trifft. Jetzt treffen wir uns zum zweiten Mal. Heißt die? Zum zweiten Mal. Hi. Ich sehe mich nicht bei Schaas arbeiten. Prost! Auf Games! Und so! Das wird mein Thumbnail für das Video. Ja. Auf Games und Asiaten und andere Schlitzes. Was bist du eigentlich für das? Ich bin ein reisfestiger Chinese und du? Ja, ich bin Chinese. Was heißt du Chinesen? Ich weiß, was Chinesen sind. Ich kenne nur Chinesen. Du Berliner, du. Okay. Du bist nee. Ja,